Beim Stichwort Indianer haben wir schnell die Bilder vom Schuh des Manitou und Winnetou im Kopf. Aber die haben mit echten Indianern in den USA nichts zu tun. Oder vielleicht doch? Wir haben zwei von ihnen in den USA besucht und herausgefunden, was dran ist und weshalb es für sie gefährlich sein kann, sich zu verknallen. Die Leute wollen immer Fotos mit uns machen. Und sie halten die Finger an den Kopf, wie Federn. Und wohnt ihr noch in Tipis? Das passiert diesen beiden öfter. Denn sie sind nicht einfach nur amerikanische Bürger. Sie haben eine zweite Identität. Als Ureinwohner der USA. Ich heiße Isaiah und bin Indianer. Ich heiße Sonwai und gehöre zum Stamm der Ualapai. Wir begleiten zwei junge Indianer und zeigen zwei verschiedene Lebenskonzepte. Die einen leben im Indianergebiet, wo das Leben hart ist. Die anderen haben sich für ein Leben in der Stadt entschieden. Sie hoffen, dass sie hier ihr Glück finden und bessere Chancen haben. Welche Klischees über Indianer stimmen und welche nicht? Diese jungen Indianer werden es uns verraten. Isaiah und Sonwai tragen die traditionelle Tracht ihres Stammes. Im Alltag haben sie dieses Outfit nicht an. Es ist für besondere Anlässe. Heute gibt es so einen. Zudem werden wir sie später begleiten. Doch zunächst beginnt für Isaiah der Arbeitstag. In Tipis wohnen die Indianer nicht mehr. Und die Ualapai haben eine eigene Regierung. Außerdem gibt es im Ualapai-Gebiet eine Post, den Supermarkt, Hotels und die Indianerpolizei. In den USA ist die einzigartig. Warum, erfahren wir gleich. Hier möchte Isaiah bald arbeiten. Den Berufsalltag wird er schon vorher kennenlernen, als Hospitant. Im Indianerreservat ist allein die Stammespolizei zuständig. Die Officer müssen keine Indianer sein, aber nur sie haben das Recht, Indianer auf Ualapai-Land zu verhaften. Auch das mit den Gesetzen ist hier anders. Wir haben das Recht, die Gesetze des Bundesstaates Arizona anzuwenden. Und wir haben ein eigenes Gesetzbuch, nur für den Ualapai-Stamm. Diese Gesetze gelten für die Menschen, die im Reservat leben. Zum Beispiel gilt im Reservat für Autofahrer die 0-Promille-Grenze, nicht 0,8. Alkohol trinken ist nur zu Hause erlaubt. Der Verkauf selbst ist im ganzen Reservat streng verboten. Auch Hotels schenken keinen Alkohol aus. An manchen Tagen geht es hoch her, an anderen ist es ruhiger. Ich lerne hier, mit welchen Verbrechen es die Officers zu tun haben und was jeweils zu tun ist. Als Hospitant darf Isaiah nicht eingreifen, denn der Job im Reservat kann gefährlich sein. Aber was ist das, ein Indianerreservat? Vor über 500 Jahren lebten die Indianer überall in Nordamerika. Dann kamen die Europäer. Sie bekämpften die Ureinwohner und überließen ihnen nur kleine Gebiete. Nur in diesen Reservaten dürfen sie Indianer sein. Grenzzäune gibt es nicht. In den Reservaten herrschte und herrscht viel Armut. Die Arbeitslosenquote liegt bei bis zu 45%. Keine Industrie, kaum Landwirtschaft. Jobs sind Mangelware. Nur der Tourismus ist eine wertvolle und oft die einzige Einnahmequelle. Wir haben es oft mit Sexualverbrechen zu tun. Alkohol und häusliche Gewalt machen aber den größten Teil in unserem Alltag aus. Weil Isaiah im Reservat aufgewachsen ist, weiß er, dass die Polizei gebraucht wird. Er hat es selbst erlebt, einen Vater, der die Mutter schlägt. Als Kind musste der junge Indianer die Gewalt mit ansehen. Heute lebt der 20-Jährige mit seiner Mutter außerhalb des Reservats. Es gibt diese hässliche Seite in unserer Welt, von der viele gar nicht wissen, dass es sie gibt. Für den Job als Polizist musst du ein besonderer Typ Mensch sein. Nicht viele können dem Druck und dem Stress standhalten und diese große Verantwortung tragen. Aber ich will so ein Mensch sein. Im Einsatz heute geht es um Sachbeschädigung. Kinder haben eine Scheibe eingeschlagen. Routine. Die Informationen gehen ans Revier. Ein ruhiger Tag. Eine Stunde vom Reservat entfernt liegt Isaiahs Wohnort, die Stadt Kingman.
Hier lebt auch seit 4 Jahren die 17-jährige Sonwei. Denn in Kingman gibt es eine Highschool, im Reservat nicht. Viele junge Indianer gehen deshalb aufs Internat. Sonwei hat es da leichter. Ihre Familie ist mitgekommen. Mama Darlene arbeitete bis vor kurzem für den Stamm und kümmerte sich um den Tourismus im Reservat. Zum Hualapai-Land gehört auch ein Teil des berühmten Grand Canyon. Wir wollten ein Haus für die Familie. Da mussten wir uns entscheiden. Bauen wir im Reservat oder verlassen wir es? Eine Arbeitskollegin hat mich dann überzeugt. Sie meinte, geh mit deinen Kindern weg. Sorg dafür, dass sie eine bessere Schulbildung bekommen und dass sie einen guten Start ins Leben haben. Sonwei ist gut in der Schule. Bald wird sie studieren, an einer Uni nur für Indianer. Ihr zukünftiges Fach? Stammespolitik. Sie wünscht sich bessere Chancen für alle Indianer. Aber ist das Leben im Indianerreservat wirklich so hart? Wir fahren 500 Kilometer weiter zu den Navajo-Indianern. Sie besitzen das größte Reservat. Es entspricht der Fläche von Bayern. In der Mitte liegt die Stadt Chinle. Um sie herum nichts. Der nächste Supermarkt ist 1,5 Stunden entfernt. Etwas außerhalb der Stadt sind wir verabredet. Hier lebt Jeremiah Bae, geboren und aufgewachsen im Indianerreservat. Er ist 21. Zu tun gibt es in Chinle wenig. Aber Jeremiahs Familie hat einen Boxclub, den einzigen im ganzen Reservat. Das Training ist jedes Mal ein Familientreffen. Denn auch Jeremiahs jüngere Brüder boxen. Sogar Schwester Mariah trainiert. Mama und Papa halten den Laden am Laufen. Boxen ist für die Familie mehr als nur ein Sport. Ich habe schon als Kind mit dem Boxen angefangen. Da war ich 7. Heute hilft es mir, Stress abzubauen. Das Boxen hatte immer schon einen großen Einfluss auf mein Leben. Es hat mir geholfen, in meiner Schulzeit der zu sein, der keine Drogen nimmt, der nicht trinkt, der nicht in einer Gang war. Das Boxen hat mich von all dem abgehalten. Stattdessen hat Jeremiah mehr als 50 Boxkämpfe bestritten. Er holte sogar einige Titel. Und klar, auch in der Indianergemeinschaft gibt es eigene Meisterschaften. Papa John ist für Jeremiah ein Vorbild. Auch er will später mal coachen. Das übt er schon mit Schwester Mariah. Sie hat das Zeug zur Profiboxerin. Ihr Ziel sind die Olympischen Spiele. Ich helfe meinem Dad beim Training und bringe den Kindern die Basics bei. Das Gym ist sozialer Treffpunkt. Alle Altersgruppen trainieren hier zusammen, kostenlos. Das geht nur mit Idealismus. Der Ring ist selbst gebaut. Die Stromrechnung zahlen Verwandte. Familie Bahe will die Gemeinschaft stark machen. 5 Tage die Woche ist das Gym proppenvoll. Mein Traum ist, die Familientradition weiterzuführen und einen eigenen Boxclub aufzumachen. Die Trainingskämpfe sind spannender, wenn auch mal andere Leute da sind. Jeremiah will uns zeigen, wie er lebt. Obwohl er volljährig ist, wohnt der 21-Jährige noch bei seinen Eltern. Die teilen sich mit 2 der Kinder ein Haus. In dem ist auch das Wohnzimmer. Im kleinen Haus gegenüber leben Jeremiah und 2 seiner Brüder. Jeremiah ist der Älteste. Die Betten überlässt er deshalb den anderen. Er schläft auf dem Sofa. Privatsphäre gibt es hier nicht. Zeit für mich habe ich nur, wenn ich in die Stadt gehe. Aber es macht Spaß, mit meinen Brüdern zusammenzuleben. Ich muss sie als großer Bruder manchmal ein bisschen antreiben, damit sie mal aufräumen und so. Ordnung ist wichtig, denn die Hütte hat nur 12 Quadratmeter. Da muss für 3 Jungs alles reinpassen. Luxus, Fehlanzeige. Jeden Morgen um 6.30 Uhr muss Jeremiah zur Arbeit. Weil er kein eigenes Auto hat, fährt er zusammen mit der Mutter. Beide arbeiten im selben Hotel. Um diese Zeit hat Jeremiah aber noch nichts zu tun. Sein Dienst fängt erst in 1,5 Stunden an. Die Wartezeit vertreibt er sich mit dem Tablet. Darauf schneidet Jeremiah Videos. Das neueste ist für seinen Cousin, der Selbstmord begangen hat. In den Reservaten sehen Jugendliche erschreckend oft keine Perspektive mehr. Diese schreckliche Selbstmordwelle macht mir Angst.
Ich habe durch Selbstmord einige meiner Freunde verloren. Ich kann nicht sagen, was genau der Auslöser für sie gewesen ist. Aber jetzt hat es meine eigene Familie getroffen. Mein Cousin ist tot. Das ist hart. Es ist ein Geburtstagsvideo. Sein Cousin wäre 19 Jahre alt geworden. Jeremiah ist Tellerwäscher im Hotel. Damit verdient er knapp 7 Euro die Stunde. Für ihn ist es eine Übergangslösung, denn er will Grundschullehrer werden. Das Geld für die Ausbildung hat er aber noch nicht beisammen. 500 Kilometer entfernt geht die Schicht bei der Stammespolizei der Hualapai für Isaiah zu Ende. Er kennt die Probleme im Reservat, Alkohol und Arbeitslosigkeit. Trotzdem will Isaiah hier leben. Warum ich zurück will? Das Reservat ist mein Zuhause. Isaiah will etwas bewegen. Als Polizist und vielleicht in der Politik. Wir brauchen Repräsentanten, damit wir Gehör finden. Und es könnte Motivation sein. Der hat es gemacht, also kann ich es auch. Auf seine Wurzeln ist Isaiah stolz. Auch auf die Traditionen. Für die Hualapai ist heute ein besonderer Tag. Isaiah und Sonwei wollen an einer Stammeszeremonie teilnehmen. Davor treffen sich die Indianer zu einer Art Picknick. Das hat schon vor 40 Minuten begonnen. Aber gar nichts los hier. Fällt jetzt alles aus? Die Sache ist so, wir Indianer haben unser eigenes Zeitverständnis. Wenn du eine Uhrzeit ausmachst, ist klar, dass alle mindestens 45 Minuten später kommen als ausgemacht. Ungewöhnlich, der Ort für die Zeremonie ist ein Mini-Park, kaum mehr als ein Rastplatz. Das stört aber keinen. Sonwei und Isaiah sind beide Single. Beim Fest sind auch junge Leute. Geht da was? Nein, flirten geht hier nicht. Zu der Stammesgemeinschaft gehören gerade mal 2000 Menschen. Wenn du dir jemanden anlachst, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der als dein Cousin herausstellt. Das wollen wir nicht riskieren. Wenn du nur einen Tropfen Hualapai-Blut in dir hast, sind wir ganz sicher verwandt. Heiraten will Sonwei auf jeden Fall, aber nur einen Indianer. Man muss die eigenen Wurzeln kennen und die Verbindung zum Stamm aufrechterhalten. Aber wir haben auch keine Angst vor dem Leben außerhalb dieser Welt und davor, neue Freundschaften zu schließen. Auf meiner Schule bin ich die einzige Indianerin. Die meisten meiner Freunde sind also keine Hualapai. Sonwei lebt also in zwei Welten. Unsere Zeremonie beginnt. Dafür machen sich die beiden schick. Die Zeremonie selbst dürfen wir nicht filmen, aus Respekt. Es ist eine Trauerzeremonie. Die Hualapai gedenken ihre Ahnen, die auf dem sogenannten Weg der Tränen, einem Todesmarsch, vor über 140 Jahren gestorben sind. Bis Ende des letzten Jahrhunderts gab es Versuche der Entindianisierung. Kultur und Lebensweise der Indianer sollten ausgelöscht werden. Ich möchte mich bei allen bedanken, die geholfen haben, diesen Tag zu gestalten. Besonders bei den Ältesten, die Erlebnisse und Geschichten unserer Vorfahren mit uns geteilt haben. Das ist übrigens Miss Teen Hualapai. Sehr amerikanisch. Und genau das ist das Besondere. Die jungen Indianer leben den modernen Lifestyle und die Traditionen. Typisch indianisch. Gibt es sowas eigentlich? Zum Beispiel die Naturverbundenheit. Für ein Kunstprojekt braucht Sonwei Piniennadeln. Die gibt's in der Natur umsonst. Sonwei nimmt sie sich aber nicht einfach so. Das ist die Sprache der Hualapai. Aber was macht Sonwei da eigentlich? Ich habe etwas Tabak aus meinem Medizinbeutel genommen und ihn dem Schöpfer gegeben. Für den Ast. Denn der Baum ist mein Bruder, mein Vater, mein Großvater. Er lebt und ich danke ihm für den Zweig. Sonweis Schulfreundin Alexis hat dieses Ritual zum ersten Mal erlebt. Als Amerikanerin gehört die indianische Kultur eigentlich auch zu ihrer Geschichte. Und das Reservat ist ja nur eine Autostunde entfernt.
Normalerweise komme ich mit der indianischen Kultur nicht in Berührung. Ich finde es toll, dass Sonwei mir diese Seite an sich zeigt und dass sie ihre Kultur mit so viel Stolz lebt. Für viele junge Indianer ist das Leben ein Spagat zwischen modernem Lifestyle und Tradition. Aber sie sind stolz auf ihre Kultur. Und wir sind froh, etwas davon kennengelernt zu haben.